Hallo, es wird spannend, vielleicht spannender, als wir es wollen. Israel hat bekannt gegeben, dass ihre Luftwaffe fertig ist zum Gegenschlag. Gegenschlag, Gegenschlag auf den Gegenschlag, zum Gegenschlag. Eine Partie, Kriegs wieder mal Partie zwischen diesmal Iran und Israel. Wir werden in dem Video ein bisschen schauen, was die letzten Tage passiert ist und dann auch mal schauen, warum das überhaupt passiert. Weil die Geschichte zwischen Iran und Israel ist wirklich spannend und nicht immer gleich. Für Leute, die etwas jünger sind, ist das vielleicht immer gleich, aber das war auch schon mal anders. Wir schauen also einmal, was ist passiert. Das dominante Ereignis ist natürlich der massive Schlag des Irans gegen Israel. Wir sprechen von über 350 Geschossen, die auf Israel einprasselten. Es geht darum, dass dort nicht nur Drohnen, Marschflugkörper verwendet wurden, irgendwelche normalen, in Anführungsstrichen normalen Raketen, sondern auch ballistische Raketen. Und Israel sagt, ein Schlag mit ballistischen Raketen auf unser Gebiet kann auf keinen Fall ohne Antwort bleiben. Wir erinnern uns, dass die Koalition um Israel mit vielleicht für einige Menschen überraschenden Partnern, natürlich die USA, natürlich England, natürlich Frankreich, wo ist eigentlich der Herr Pistorius mit seinen Superfregatten, aber auch Jordanien, Saudi-Arabien waren dabei, als diese Attacke des Irans abgewehrt wurde. Sie sprechen, ob das stimmt oder nicht, weiß natürlich bei Kriegen nie jemand, sie sprechen von 99% Erfolg. Die Israelis sind wohl weltweit führend, wenn es darum geht, Luftabwehr zu betreiben. Sie sind es gewohnt, fast täglich beschossen zu werden. Und das berühmteste, was wir kennen, ist natürlich der Iron Dome. Es gibt natürlich noch viele andere Abwehrsysteme, auch gegen ballistische Raketen. Und die haben wohl, nicht in allen Fällen, aber in einigen Fällen funktioniert. Man spricht davon, dass von denen, die abgeschossen worden sind, ungefähr 2/3 von den Israelis abgeschossen wurden, 1/3 von vornehmlich den USA und dem Rest. Es geht jetzt darum, dass angeblich, wie gesagt, wir sind ja nicht dabei, es wird uns aber alles heutzutage im Internet kolportiert durch alle möglichen Kanäle, durch Twitter, durch Axios, durch Politico, durch natürlich die altgebackenen und manchmal auch wirklich altbackenen Kanäle wie CNN und ähnlichen. Dort werden immer wieder Stimmen laut, anonyme, offizielle und teilweise natürlich auch Leute mit Funktion. Das heißt zum Beispiel, Netanyahu hätte gesagt: Freunde, findet mir sofort Ziele, wir müssen darauf reagieren, das Ziel eines Gegenschlages von Israel dürfte eindeutig sein, und zwar die Nuklearanlagen des Iran. Das ist nämlich im Grunde der Stachel. Es geht darum, wer schreckt denn hier eigentlich wen ab und warum? Der Iran sagt, ich muss unbedingt Richtung Atommacht gehen, damit ich abschrecken kann von den Israelis. Die Israelis sagen, nein, nein, wir müssen die nukleare Fähigkeit des Irans begrenzen, beziehungsweise um mehrere Jahre immer zurückversetzen oder sogar ganz zerschlagen, weil wir sonst vom Erdboden verschwinden können. Diese Problematik gibt es natürlich nicht erst seit heute. Der Anlass dieses Mal, weil wir spätestens seit dem 7. Oktober ja in diesem iranisch-israelischen Krieg sind, der echte Anlass war jetzt der Schlag der Israelis gegen die Botschaft des Iran in Damaskus in Syrien. Dort wurden führende Mitglieder des iranischen Militärs getötet. Der Iran sagt, das ist ein Schlag auf iranischen Boden und der muss gesühnt werden. Jetzt haben sie sich Zeit gelassen wegen Ramadan. Auch da gibt es wie immer natürlich zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist, der Iran hat es extra so langsam gemacht, damit eben dieser Schlag nicht übermäßig wehtut, damit es eben keinen, ja, massiven Krieg gibt. Die Amerikaner inzwischen
Ja, Stand heute am Montag, sagen, das ist gar nicht wahr, die haben das gar nicht früh genug angekündigt. Ja, jetzt bist du dran, dir einen Gedanken daraus zu machen, denn die Hoffnung beruht darauf, dass beide ein bisschen ihren Stolz, weil in dieser Region ist Stolz super wichtig, ihren Stolz ein bisschen pflegen wollen, aber nicht wirklich einen Krieg wollen. Das war das erste Mal, dass der Iran von iranischem Boden aus Israel angegriffen hat. Das ist eine neue Qualität und deswegen will Israel auf jeden Fall antworten. Der israelische Verteidigungsminister hat gesagt, Israel muss antworten wegen der ballistischen Raketen und muss antworten, weil es kann nicht sein, dass eine Attacke unsererseits auf syrischem Boden zur Folge hat, dass wir auf israelischem Boden angegriffen werden. So sieht es der israelische Verteidigungsminister. Es gibt in Israel immer Stimmen, die ja, dazu aufrufen, jetzt den totalen Krieg gegen den Iran zu beginnen. Am 7. Oktober, übrigens, vielleicht für einige ein kleines Witzchen, der 7. Oktober ist auch der Geburtstag von Wladimir Putin. Am 7. Oktober hat die Hamas, finanziert durch den Iran, Israel angegriffen und hat Israel in seinem Selbstverständnis verletzt. 3000 Menschen wurden getötet, viele als Geiseln genommen und auf israelischem Boden wurden Dinge getan, die einfach furchtbar sind, auch pervers sind. Und hat Israel, und da fängt ja die Zweideutigkeit wieder an, darauf geantwortet. Antwort heißt auf israelischer Seite, ich hau so lange drauf auf Gaza, bis kein Hamas-Kämpfer mehr lebt. Das Problem ist, die verstecken sich, das wissen wir alle, und nicht besonders gut unter den gesamten Menschen in Palästina. In Krankenhäusern, in Schulen, überall haben menschliche Schutzschilde, die sind auch in der Region immer wieder am Start, auf beiden Seiten. Und dann gehen die hin und haben wohl jetzt für diese 3000 Israelis, die in irgendeiner Art und Weise betroffen waren, vielleicht sind es auch weniger, über 30.000 Menschen umgebracht. Denn egal, ob für eine gute oder eine schlechte Sache, sie sind ja umgebracht worden. Heißt also, ist das nicht jetzt genug? Nein, nein, sagt Israel, wir müssen bis zum letzten Hamas-Kämpfer alles platt machen, in Flüchtlingslagern überall. Das natürlich als Ergebnis einen Aufschrei in der gesamten Welt gibt, das geht ja wohl nicht. Jetzt meinen die Israelis, sie werden wieder vorne, weil der Iran sie jetzt direkt angegriffen haben. Und wenn du so die Zeitung liest, kannst du das auch glauben. Dann siehst du, aha, jetzt dürfen sie vielleicht wieder etwas mehr machen und werden etwas weniger belästigt. Aber der Westen hat gesagt, weil die wollen ja keinen weiteren Krieg, sie haben ja schon einen, die haben sich hingestellt und haben gesagt, du hast ja jetzt gewonnen, der Iran hat zugeschlagen, wir haben alles abgewehrt und dann lass doch mal gut sein. Der Israel sagt nein, auf keinen Fall, weil in diesem Teil der Welt darfst du auf keinen Fall Schwäche zeigen. Es würde den Israelis als ängstlich ausgelegt, nicht zurückzuschlagen. Das heißt, der Iran wartet natürlich darauf, auf den Schlag und schaut sich an, wie dieser Schlag aussieht. Und vielleicht will er auch eskalieren. Was klar zu sein scheint, ist, er will nur gegenüber Israel eskalieren, nicht gegenüber den Amerikanern, weil er betont, der Iran in seinen Aussagen, wir sind jetzt erstmal okay, aber wer die USA machen da mit bei einem eventuellen Gegenschlag, dann werden wir uns auch gegen diese ganzen Militärbasen in dieser Region wenden. Sie schießen die ganze Zeit über ihre Verbündeten, Hisbollah, Hamas, Houthis, schießen sie die ganze Zeit ja schon auf amerikanische Lager. Mehr als 150 Angriffe sind seit Oktober gezählt worden. Die Frage ist, und das spricht ein bisschen dafür, dass der Iran wirklich, ja, einige sagen, nein, der ist unfähig, aber wenn wir davon ausgehen, er ist nicht unfähig, dann dass er gewollt hat, dass das abwehrbar ist. Weil er könnte ja oder hätte auch nicht nur 300 oder 350 Geschosse schicken können, sondern 3.500. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, diese Attacke, die jetzt geführt wurde,
wurde aus mehreren Blickwinkeln geführt, nämlich nicht nur der Iran hat geschossen, sondern die Hisbollah hat geschossen, die Hamas hat geschossen und die Houthis haben geschossen. Wenn wir aber doch jetzt hören, dass es gibt Leute, die sagen, 100.000 Raketen sind auf Israel gerichtet oder Geschosse vielmehr von der Hisbollah allein, dann hätte es natürlich bestimmt schlimmer kommen können. Und dann hätten sie diesen Iron Dome auch überwältigen können, weil der kann ja immer nur eine bestimmte Anzahl bekämpfen. Und wenn wir überlegen, dass es immer heißt, dass ein Flugzeugträger, und die Amerikaner haben einen nach Israel gezogen, dass der 500 Ziele gleichzeitig bekämpfen kann. Wenn das wirklich wahr ist, dann war das ja alleine schon genug. Die Luftwaffe hat natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen. Aber insgesamt ist natürlich immer eine bestimmte Kapazitätsgrenze. Und die Frage ist, will ich jetzt wirklich einen Krieg auslösen, weil wir haben ja gesehen, wie die Israelis reagieren, oder will ich nur Stärke zeigen nach dem Motto, du hast bei mir jetzt auf meinem Boden, auf der Botschaft angegriffen, jetzt greife ich auf deinen Boden an und jetzt schaue ich mal, was das Gegenwehr machst und ob das mich überzeugt. Und wehe, du machst zu viel, dann gehe ich all out, weil dann gibt es eben wieder mal so einen religionsmotivierten Krieg und dann ist es fast schon egal, ob die Leute dabei sterben, weil sie dann ja nach ihrer Religion als Märtyrer in den Himmel kommen, den entsprechenden Jungfrauen und dem ganzen Kram. Also, wir werden es uns anschauen müssen. Die Amis sagen, Montag kann es einen Schlag geben von Israel. Der Mossad, der Geheimdienst der Israelis, sagt, von heute an, und es kann auch einen Monat dauern, werden wir zurückschlagen. Wie gesagt, die israelische Luftwaffe vor wenigen Stunden hat gesagt, wir sind fertig. Es kann jederzeit losgehen. Die Frage ist, wie weit das gehen kann. Und natürlich kann es sehr böse werden. Auf der einen Seite weiß keiner, ob der Iran nicht vielleicht doch schon eine schmutzige Bombe hat, vielleicht sogar eine Atomwaffe. So als Überraschung. Und wir sind fast sicher, dass Israel Atomwaffen hat. Und genau da, wo ballistische Raketen getroffen haben, in dieser Nähe sind diese vermuteten, fast sicheren Atomanlagen der Israelis. Das heißt also, die wissen gegenseitig ganz genau, warum und wohin sie angreifen. Jetzt schauen wir uns das einmal etwas näher an. Israel-Iran, wie sieht das eigentlich aus? Und natürlich könnten wir da vor vielen, vielen, vielen Jahren anfangen und dann werden wir viele Verbindungen natürlich zwischen diesen Völkern sehen. Und wir hatten sogar einmal einen israelischen Ministerpräsidenten, der im Iran geboren ist. Also, die Geschichte zwischen Israel und Iran ist nicht immer feindlich gewesen. Israel und Iran waren einmal Freunde. Sie haben sich nämlich gerne gegen gemeinsame Gegner verbündet. Die Iraner haben, nämlich zum Beispiel im Sechstagekrieg, den Israelis geholfen, auch mit Öllieferungen und so weiter und so fort. Und sie hatten sehr gute Verbindungen, weil der Schah damals auch gute Verbindungen hatte mit Amerika. Und da haben sich viele Freunde gefunden und haben miteinander gearbeitet. Jetzt gab es ein Problem. 1979 wurde, viele sagen, mit Hilfe der USA, warum nun genau, das wollen wir heute nicht aufdröseln, ob das der Wahrheit entspricht, auch nicht. 1979 gab es die Revolution. Da gab es den Ayatollah Khomeini, der aus Paris wieder einflog in den Iran und dort den Coup gegen den Schah ausführte. Seitdem gibt es eine islamische Republik Iran und natürlich, islamisch heißt, es ist eine religionsgeführte Politik und es wurde sofort erklärt, und dass Israel ein Feind sei und es wurde erklärt, dass Israel ja nicht sofort vom Erdboden verschwinden müsste, aber so ungefähr, und das Existenzrecht wurde abgesprochen. Die Botschaft von Israel beispielsweise wurde an die PLO übergeben. Und die Israelis haben darauf geantwortet, haben gesagt, super,
Wir schulden euch zwar aus den letzten Jahren ungefähr 1 Milliarde US-Dollar, vielleicht war es auch mehr, allerdings, die zahlen wir nicht. Iran ist daraufhin vor europäische und Schweizer Gerichte gegangen und hat geklagt auf die Zahlung, hat von vielen Gerichten Recht bekommen, ficht die Israelis nicht an, sie zahlen es nicht. Es geht also nun darum, dass Iran den Israelis erklärt hat, wir wollen euch nicht haben und am liebsten sollt ihr verschwinden vom Erdboden. Sie haben aber trotzdem auch noch nach 1979 Politik zusammen gemacht und die Israelis haben zum Beispiel dem Iran geholfen im Irakkrieg, das war 1980 bis 1988. In diesem Krieg Iran gegen Irak haben die Israelis mit Zustimmung der Amerikaner in großem Maße den Iranern Waffen geliefert. Waffen geliefert und für Iran auch Einsätze geflogen. Das weiß ja heute gar keiner mehr, dass im Irak auch mal ein Reaktor zerstört worden ist. Das war die israelische Luftwaffe während dieses Krieges. Wir sehen also, diese Geschichte ist sehr oft ambivalent. Dann geht es weiter, dass natürlich der Iran jetzt gesagt hat, wir wollen diese Allianz wollen wir nicht vollkommen zerstören, aber wir wollen schon mal gucken, ob wir da irgendwie was gegen Israel machen können und haben die Hisbollah zum Beispiel aufgerüstet, die am Libanon unterwegs ist. Die Hamas unterstützt, die ja, wie wir wissen, jetzt spätestens jetzt wissen, in Gaza unterwegs ist und die Houthis im Jemen, sodass sie ein bisschen umklammern können. Die von Israel angeregte Allianz der Peripherie, die umfasste einmal früher die Türkei, den Iran, Israel, Äthiopien und das alles gegen arabische Staaten. Es ging darum, die nicht-arabischen Staaten gegen die arabischen Staaten, obwohl auch die nicht alle miteinander grün sind, haben sich erstmal so Koalitionen gebildet. Das ist verrückt, was in dieser Region passiert. In Europa ist ja auch so vieles verrückt, aber vielleicht nicht ganz so verrückt. Jetzt muss man sich vorstellen, dass obwohl die gegen Israel waren, dass sie hunderte israelische Ratgeber, Advisor im Iran angestellt hatten während des Krieges, damit sie den gewinnen können. Jetzt im Dezember 2000 hat der Ayatollah, und das ist nicht der Khomeini, sondern das ist der Khamenei, hat gesagt, Israel ist ein Krebstumor und muss entfernt werden. 2005 wurde gesagt, Palästina gehört den Palästinensern. Und es gab einen Skandal, dass der damalige Präsident Ahmadinejad gesagt hat, sie gehören von dieser Landkarte weggewischt. Das wurde dann in vielen Dingen, wurde das so ein bisschen abgeschwächt, nach dem Motto, hast du was verstanden? Aber insgesamt haben sie genau das gesagt, wir wollen die vernichten. 2015 wurde gesagt, dass Israel weniger als 25 Jahre Bestand haben wird. Das ist also das Ziel des Iran, bis zum Jahr 2040 Israel dem Erdboden gleichzumachen bzw. Israel zu vernichten. Jetzt solltest du verstehen, wenn du das weißt, dass die Israelis logischerweise, ja, vielleicht Angst haben, vielleicht aber einfach auch nur gewarnt sind und dagegen vorgehen wollen, dass ihnen das passieren kann. Sie wissen auf jeden Fall, da lauert jemand, der sie abschlachten will. Und wir haben ja gesehen, wie das funktioniert. Jetzt im Nachgang, wenn du dir das Ganze anguckst, ging das mit dem Atomprogramm ungefähr im Jahr 2012 los. Da hat Netanyahu vor einer UN-Vollversammlung hat er gesprochen mit einer damals viel belächelten Grafik einer Bombe. Hat er über Anreicherung gesprochen und wann eine Atombombe möglich sei. Und hat damals gesagt, dass
der Iran eben auf eine Atomwaffe hinarbeitet und Israel etwas dazu oder besser dagegen tun müsste. Die USA haben im Gegenteil zum Irak, wo sie ja damals sagten, ja, also Chemiewaffen, die haben die und Weapons of Mass Destruction, also Waffen für die Massenvernichtung, wären am Start und haben dann gegen Saddam Hussein zugeschlagen. Die gegenüber dem Iran hieß es immer, nein, 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 also die haben da nichts und wir können auch da gar nichts feststellen. Die Israelis sind die einzigen, die immer sagen, doch, 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 doch. Die haben in der Folgezeit Cyberattacks gemacht. Sie haben Anschläge verübt, Explosionen verübt, haben nukleare Wissenschaftler getötet, Militärkommander getötet, wie gesagt, in nuklearen und militären Einrichtungen Explosionen veranstaltet, haben militärische Basis haben sie attackiert, haben ja Geheimdienste infiltriert, haben nukleare Dokumente gestohlen und haben Infrastruktur für nukleare Sachen zerstört. Zusätzlich haben sie versucht herauszufinden und Beweise zu finden, dass der Iran Atomwaffen hat. Sie haben zum Beispiel, ich nenne das mal Wagen, in Straßen implementiert, indem sie dort Pflastersteine mit Sensoren versehen haben, sodass, wenn dort Autos langgefahren sind, du messen konntest, wie schwer die sind, um zu sehen, ob in irgendwelche Gegenden, in die Berge des Irans, Iran ist ja ein sehr großes Land, ob dort irgendwelche Lastwagen gefahren sind, die auf der Hinfahrt viel mehr wogen als auf der Rückfahrt, heißt, sie haben dort Material hingebracht. Sie haben Strahlungsmelder installiert, teilweise in zum Beispiel Ampeln oder ähnliches, in Straßenschilder oder ähnliches. Es ist ihnen nicht gelungen bisher, das nachzuweisen, dass dort wirklich an einer Atombombe gearbeitet wird. Wir kennen diese ganzen Sachen, ihr dürft so und so viel Zentrifugen haben und allen möglichen Kram. Und es wird immer wieder von Israel im Moment darauf hingewiesen, dass es ungefähr noch ein Jahr dauern könnte, dann hätten sie diese Atombombe. Und daher sind sich die Experten jetzt sicher, dass der Iran jetzt angegriffen wird. Und zwar, Israel wird gegen seine Nuklearanlagen einen Schlag ausführen. Es wurde übrigens auch gesagt, in der Meldung mit dem Netanyahu, dass es eventuell dieser Gegenschlag eine Cyberattack sein könnte, dass sie also irgendwie, wie ja schon früher geschehen, irgendwelche Trojaner bei den Iranern unterbringen, die dann deren Systeme, Computersysteme außer Gefecht setzen und alles, was die programmiert haben, zerstören. Jetzt sind wir, wie gesagt, seit dem 7. Oktober im Krieg, weil die Hamas angegriffen hat, Israel, und Israel sieht das als Krieg des Iran gegen sie. Warum, habe ich ja gerade erklärt. Die haben seitdem, die Israelis, natürlich auch gegen iranische Interessen Gegenschläge ausgeführt. Ob es die Hisbollah war, ob es bisher mehr als 18 iranische Commander und Spezialeinheitsmitglieder höheren Ranges sind, ob es, wie gesagt, diese Botschaft in Damaskus war. Es geht um Rache. Es geht darum, dass sich Regeln jetzt geändert haben. Beide Seiten erklären, es sei eine neue Qualität erreicht, und zwar keine positive. Es geht wirklich um, wer kann wen hier noch abschrecken, oder geht ein echter Krieg los zwischen diesen beiden Ländern. Und natürlich sind dann die USA involviert, weil sie haben sich ja bereit erklärt, eben die Existenz Israels zu sichern. Die Amerikaner sind auch die einzigen, die in wirklich einer nennenswerten Stärke dort helfen können, weil wenn du mal guckst, was die israelische Armee am Start hat und dann die Bundeswehr dagegen anguckst, dann weißt du, dass die Bundeswehr sicherlich nicht den Israelis helfen kann. Da geht es dann wieder nur, in Anführungsstrichen, um Geld. Und wie gesagt, wir als friedliebende Menschen würden dies gerne vermeiden. Es scheint aber im Moment darauf hinauszulaufen, dass dieser Konflikt demnächst auf einer höheren Flamme gekocht wird.
Für uns an der Börse ist wichtig, eben nicht immer diesen positiven Meldungen zu glauben, sondern mit einem wachen Auge auf die möglichen Gefahren hinzuweisen und eben jetzt nicht auf Allzeithoch-Aktienständen reinzubeißen in den Markt und etwas zu kaufen, sondern zu warten, bis dieses Gespenst eben entweder sich erledigt hat oder dazu geführt hat, dass die Märkte erstmal einen Schlag erhalten, vielleicht 10% fallen, vielleicht auch 20%, damit wir dann wieder billiger einkaufen können. Wenn du allerdings Daytrading betreibst oder das betreiben willst, dann hast du natürlich die Chance, entweder in meinen neuen Workshop zu kommen, Anfang Mai, oder natürlich dich ja auf allen sozialen Kanälen mit mir zu beschäftigen, mit dem, was ich tue, auf meinen Zweitkanal Oliver Klemm Trading zu gehen, um dich dort zu informieren, was Trading eigentlich ist. Ich freue mich darauf, nicht auf den Konflikt zwischen Iran und Israel, aber auf unsere Kommunikation. Vielen Dank, der Oli.